Das Thema, was mir am Herzen liegt, jetzt für diesen Vortrag und auch für den kommenden, der in 2 Monaten ist, ja, weiß es nicht so genau, ungefähr im November, das liegt mir sehr am Herzen. Und zwar, weil ich jetzt in diesen letzten Jahren speziell zusammen mit vielen anderen buddhistischen Lehrern im Austausch stehe, und wir alle eigentlich das Gleiche bemerken, dass die etwa 30 Jahre, die wir jetzt auf dem buddhistischen spirituellen Weg sind, jetzt auch ein bisschen Erfahrung als Unterrichtende haben, vergleichen verschiedene Traditionen, vergleichen auch mit anderen spirituellen Praktizierenden anderer Richtungen. Und die Bilanz, die wir da ziehen können, ist nicht immer so toll. Da will ich auch gleich mit anfangen. Das ist nicht so, dass es immer so überzeugend ist, was durch den spirituellen Weg an innerer Transformation tatsächlich dann entsteht. Bei manchen Menschen ganz offenkundig große Wandlung, große Öffnung, wirklich wunderbare Prozesse. Und bei anderen Menschen, obwohl sie auch das Gefühl haben, ihr Bestes zu geben, auch nach 30 Jahren noch kaum Veränderung im Wesentlichen. Aber so das Mäntelchen, das spirituelle Mäntelchen hält noch. Manchmal kommt es zwar schon zu Phasen, wo man kaum noch Motivation hat. Und die Frage, warum? Was bewirkt bei den einen, dass es zu einer echten Transformation kommt? Und was bewirkt vielleicht bei mir oder bei anderen, dass die ersehnte Transformation, mit diesem Wunsch haben ja alle eigentlich ihren Weg begonnen, dass sie noch nicht so in dem Umfang stattgefunden hat. Und nun möchte ich Ihnen, ich lege mir mal meinen Zettel hier vorne hin, falls ich ihn zwischendurch mal brauche, ich möchte Ihnen heute Abend vor allem den Kriterien an die Hand geben, wie man sich selber fragen kann, worauf man das Auge richten kann, um herauszufinden, wie weit man sich vielleicht selber etwas vormacht mit seinem spirituellen Weg oder sich falsch einschätzt. Oder aber auch, wie weit man sagen kann, doch, die Arbeit über die vielen Jahre hinweg beginnt Früchte zu tragen. Und ich werde diesen Vortrag natürlich aus der buddhistischen Perspektive halten. Und Sie können dann selber vergleichen mit dem spirituellen Weg, auf dem Sie sich gerade befinden. Das soll jeder selber für sich tun. Ich werde mir nicht anmaßen, über andere spirituelle Richtungen zu sprechen. Für den buddhistischen Praktizierenden kommt es auf dem Weg dessen, was wir Befreiung nennen, auf dem Weg des Erwachens, kommt es darauf an, sich von der Ich-Bezogenheit zu befreien, von dem, was wir Egozentrismus nennen würden, dem lateinischen Ausdruck. Eine Lebenssicht, wo ich im Zentrum steht und es immer wieder zu starken Emotionen kommt, Angst, anhaften Ablehnung und so weiter, die ganzen Spielformen unserer Emotionen, die sich aus diesem Haften, diesem Festhalten an einem Ich nähren. Diese Verwicklung mit starker emotionaler Ich-Bezogenheit sollte sich auf den Weg auflösen. Darüber hinaus kann man noch weitergehen, man kann von völliger Befreiung sprechen, von völligem Erwachen, man kann von Buddhaschaft sprechen. Das will ich heute alles mal beiseite lassen. Ich will nicht über die ganz hehren Ziele, die ganz fortgeschrittenen Ziele des spirituellen Weges sprechen, über die große Erleuchtung, sondern ich möchte darüber sprechen, was wir ganz konkret in diesem Leben, wir alle, die wir hier sitzen, ohne eine einzige Ausnahme bewirken können an innerer Transformation. Sie werden sehen, ein Teil dieser Transformation, von der ich sprechen werde, der wird unterstützt auch durch andere, viele andere Faktoren in unserem Leben,
durch unsere Beziehungen, Freundschaften, Paarbeziehungen, durch Psychotherapie, durch Spiel, Tanz, Sport, was auch immer. Überall kommen Elemente mit hinein, die uns helfen, an dem einen Thema zu arbeiten, das Auflösen der Ich-Bezogenheit. Vielleicht das im Relief mal darzustellen. Ich werde mich beim Vortragen so einer gewissen Dualität bedienen. Die spirituelle Einbildung oder eingebildete Spiritualität auf der einen Seite und ein Mensch, von dem man sagen würde, ja, da erwacht jemand zu einem Bewusstsein, das nicht mehr so auf ein vermeintliches Ich bezogen ist. Und um das rauszufinden, wo wir uns jetzt befinden auf dem Weg, spricht man in unserer Tradition vom Weisheitsauge. Ich hätte den Vortrag heute auch benennen können, das Weisheitsauge entwickeln. Hätte vielleicht eine ganz andere Zuhörerschaft dann angezogen. Ja? Ich habe es also nicht so genannt, sondern habe es mit diesem etwas provozierenden Titel eher beim Namen genannt, hätte vielleicht auch sagen können, uns selber auf die Schliche kommen. Denn das Weisheitsauge, von dem immer gesprochen wird, zwischen unseren Augenbrauen, ist in unserer Tradition ein Auge, was nach innen schaut, nicht nach außen. Es ist die Fähigkeit unseres Geistes, unseres Bewusstseins, nach innen zu schauen und wahrzunehmen, was tatsächlich in unserem eigenen Geist jetzt gerade sich abspielt. Ich fasse es Ihnen mal mit einem, was ich bis jetzt gesagt habe, mit einem bekannten buddhistischen Satz zusammen. Aller Dharma hat nur ein Ziel. Das ist so ein Spruch aus dem Geistestraining. Alle Praxis, alle spirituelle Praxis hat nur ein Ziel, und zwar das Auflösen der Ich-Bezogenheit. Und um herauszufinden, ob ich damit auf dem richtigen Weg bin, gibt es einen zweiten berühmten Satz aus dem buddhistischen Geistestraining. Verlasse dich dabei oder halte dich dabei an den wichtigeren der beiden Zeugen. Der wichtigere der beiden Zeugen ist die Selbsteinschätzung im Unterschied zur Fremdeinschätzung. Oft stützt sich unsere Einschätzung von dem, wie wir uns auf unserem spirituellen Weg fühlen, darauf, wie uns andere einschätzen. Wenn ich zum Beispiel hier sitze und Ihnen jetzt diesen Vortrag halte, dann sollte man ja meinen, ich hätte was verstanden, wie man daraus herausfindet, aus eingewählter Spiritualität in wirkliche Transformation. Dass ich darüber sprechen kann, ist aber überhaupt kein Beweis dafür, dass ich den Weg selber gegangen bin. Ja? Sie mögen vielleicht denken, und alle gucken mir zu und hören mir zu, und ich bin ein buddhistischer Lehrer, dann könnte man meinen, aufgrund der Fremdeinschätzung, ja, ich bin tatsächlich fortgeschritten auf dem Weg. Ist aber nur deswegen, weil ich mich vielleicht ein bisschen anders kleide, ein bisschen angenehmer verhalte als früher, und innerlich mag es sein, dass mein eigener Geist von total ich-bezogenen Motivationen bewegt ist, gelenkt ist, dass ich auf Anerkennung aus bin, auf Einfluss, auf Geld, auf was auch immer. Sie wissen dann schon, die Liste ist unendlich. Und das nennt man die Fremdeinschätzung. Bloß weil ich gemocht werde und weil Menschen meinen, oh, du bist aber ein fleißiger Praktizierender, du hast Retreats gemacht und so weiter und so fort, was bei vielen spirituellen Meistern. Was sagt denn das schon aus über das, was tatsächlich bei diesem Menschen innerlich stattgefunden hat? Die Anzahl Jahre, die jemand im Wald gesessen hat und meditiert hat, sagt nichts darüber aus, was er tatsächlich mit seinem Geist während dieser Jahre getan hat. Und es kann gut sein, dass jemand, der in der Stadt lebt und seinem Beruf nachgeht, sich vielleicht um eine Kinder kümmert, was auch immer,
dass der viel mehr an sich gearbeitet hat in dieser Zeit als jemand, der sich im Wald hat gut gehen lassen. So viel zur Fremdeinschätzung. Die Fremdeinschätzung ist eine sehr wackelige Grundlage dafür, um zu wissen, ob man sich wirklich auf einem Weg echter Transformation befindet. Man kann, wenn man ein ganz ehrliches Gespräch mit engen Freunden hat, kann man durch die Fremdeinschätzung schon dazu lernen, auf jeden Fall. Aber da spielt es auch eine Rolle, wie weit ich dabei ehrlich mich zeige mit dem, was in mir los ist. Und dann kann der Freund, die Freundin kann mir dann vieles dazu sagen. Und damit sind wir beim inneren Zeugen. Wir sind bei dem Zeugen, der auf dem spirituellen Weg der wichtigere ist. Das ist dieses Weisheitsauge. Und zwar die Fähigkeit zu merken, dass ich bei einer bestimmten Handlung die und die Gedanken habe. Wie fühle ich mich, wenn ich von da hier auf das Pult klettere und mich hier hinsetze vor Ihnen? Was ist da in meinem Geist? Bin ich froh, Ihnen jetzt einfach die Dinge mitteilen, erklären zu können, einfach das Teilen? Oder geht es mir darum, ob der Saal proppenvoll ist oder leer ist? Sind solche Motivationen mit im Spiel? Das wahrzunehmen. Die Fähigkeit, den eigenen spirituellen Weg einzuschätzen, hängt damit zusammen, wie weit wir unsere kleinen Gedanken, so diese kleinen Motivationen, wie weit wir die mitbekommen. Wenn wir die nicht mitbekommen, wissen wir nicht so recht, was uns eigentlich motiviert. Und diese Frage lohnt es sich, sich immer wieder zu stellen. Was ist eigentlich die Motivation, die mich bewegt? Weswegen setze ich mich eigentlich hin zum Meditieren? Möchte ich es einfach nur ruhig haben? Möchte ich mich ausruhen? Möchte ich mich entspannen? Möchte ich ein paar nette Erfahrungen machen? Oder setze ich mich zum Meditieren hin, um genauer zu schauen, wo sich jetzt gerade Ich-Bezogenheit zeigt und wie ich die entspannen kann, wie man die auflösen kann? Ja, das sind die wirklich wesentlichen Fragen. Ich gebe Ihnen mal so ein paar traditionelle Testfragen, ein paar Testvorschläge, wie man herausfinden kann, wie sich der eigene spirituelle Weg entwickelt. Ich sehe ein paar ältere Gesichter vor mir, ich sehe ein paar jüngere Gesichter. Machen Sie es doch einfach so, wenn ich Ihnen jetzt die Fragen stellen. Denken Sie mal zurück an den Zeitpunkt, wo wir sagen würden, da, von da ab bin ich meinen Weg der Menschwerdung ganz bewusst gegangen. Ja, da habe ich mein Leben in die Hände genommen, ab dem Zeitpunkt habe ich an mir gearbeitet. Das kann, es braucht nicht spirituell irgendwie betitelt zu sein, das kann auch eine Psychoanalyse gewesen sein, das kann der Moment gewesen sein, wo ich gesagt habe, ich lasse mich auf meinen Lebenspartner, meine Lebenspartnerin ein, wir arbeiten gemeinsam innere Themen durch. Vergleichen Sie im Unterschied heute und den Zeitpunkt von damals, wo Sie angefangen haben. Sie brauchen einen Bezugspunkt, um vergleichen zu können. Und dann, die Fragen sind, wie reagiere ich heute im Unterschied zu früher, wenn mich ein Verlust trifft? Wie reagiere ich heute im Unterschied zu früher, wenn mich eine Niederlage trifft? Wie reagiere ich heute im Unterschied zu früher, wenn ich dem Tod begegne, bei anderen oder in meinem eigenen Leben als eine Gefahrensituation? Und dann jeweils auch das Gegenteil. Wie reagiere ich heute im Unterschied zu früher, wenn mir Gewinn begegnet, wenn ich Sieg erlebe, wenn ich über große Gesundheit verfüge, gute, stabile Gesundheit? Wie ist der Anteil, wie ist das mit der Ich-Bezogenheit? Wie stark schreibe ich mir selber das alles zu?
Wie stark komme ich ins Anhaften und Ablehnen, in emotionale Schwankungen? Wie ist es angesichts von Problemen und Unglück? Gehe ich damit auf eine Art und Weise um, die vermuten lässt, dass sich die Ich-Bezogenheit etwas verringert hat? Oder hat sie sich eventuell sogar verstärkt? Wenn mich jemand beleidigt oder einfach nicht meiner Meinung ist, gehe ich damit heute flexibler, entspannter um, offener als zu Beginn meines Weges? Oder wenn die anderen meiner Meinung sind, wenn alles glatt läuft, wenn ich Erfolg habe, wenn ich Einfluss habe, wie gehe ich damit um? Flustert sich mein Ich-Gefühl dann auf? Labt es sich daran? Ist das immer noch meine bevorzugte Nahrung? Bin ich dann wachsam im Umgang mit der einfacheren Situation? Wie gehe ich mit Krankheit um und Leid? Wie bin ich eigentlich drauf, wenn ich Kopfschmerzen habe? Bin ich heute, wenn ich mich in Gruppen aufhalte, bin ich verträglicher für andere als damals, als mein Weg begonnen hat? Hat mein Weg etwas Entscheidendes verändert? Oder bin ich einfach seit 30 Jahren zum Beispiel Buddhist und reagiere immer noch genauso empfindlich auf Kritik wie vor so und so vielen Jahren? Das sind so ein paar typische Testbereiche. Sie könnten jetzt die Liste beliebig fortführen. Sie wissen genau, welche Situationen in Ihrem Leben die schwierigsten sind. Das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen, das wissen Sie ja. Sie wissen genau, woran Sie geknabbert haben vor Jahren, woran Sie heute knabbern. Und wenn der spirituelle Weg tatsächlich Ihnen eine Hilfe ist, dann sollte das Knabbern heute etwas leichter sein als damals. Ich halte nichts von Wegen der Transformation, die dies nur behaupten und wo das aber nicht der Fall ist. Wo es darum geht, zu glauben, dass es irgendwann mal besser wird, aber dass sich hier jetzt tatsächlich gar nichts tut. Das ist für mich nicht überzeugend. Die Wirkung eines Weges sollte sich nach einigen Jahren durchaus bemerken lassen. Wollen wir mal das Ziel genauer definieren? Wollen wir mal genauer definieren, was so einem als erstes einfällt, wenn man sagen würde, ja doch, würde ich sagen, da hat eine Transformation stattgefunden. Ich habe da einfach drüber meditiert und mir das mal aufgeschrieben, was da mir so als erstes in den Sinn kommt, wenn jemand weniger ich-bezogen ist. Bei so einem Menschen werden die Dinge einfach. So ein Mensch ist einfach. Einfach im Umgang. Das Zusammenleben ist einfach. Wenn man mit so einem Menschen ins Restaurant geht, es ist einfach. Er passt sich an, die Speisekarte stimmt immer, es wird sich immer was finden, was man essen kann, es ist nicht kompliziert. Mit so einem Menschen kann man auf Reisen gehen, auf Reisen passieren immer unvorhergesehene Dinge und es bleibt einfach. Ich würde auch sagen, dass so ein Mensch aufgrund seiner inneren Praxis, und das ist halt jetzt ein spiritueller Aspekt auch in schwierigen Situationen nicht mehr so wie früher in Angst und Verzweiflung landet. Angst und Verzweiflung nehmen deutlich ab im Leben. Auch wenn die Situation sehr schwierig ist. Wir haben gelernt, mit unserem Geist so zu arbeiten, dass wir Quellen des Vertrauens gefunden haben. Wir haben Vertrauen im eigenen Geist gefunden, in der Offenheit, in der Entspannung. Wir haben Zuflucht gefunden, wir haben innere Sicherheit gefunden. Das ist etwas, was auf der tiefsten Ebene
nur entsteht, wenn die Illusion der Ich-Bezogenheit sich dabei ist aufzulösen. Solange das Ich noch sehr stark im Bewusstsein steht, werden Angst und Verzweiflung in Schwierigkeiten auftauchen. Weil der Reflex sofort ist, was passiert jetzt mit mir? Wie wird es mir gehen? Ja, dieser Reflex ist etwas, was durch tatsächliche tiefe spirituelle Praxis sich abschwächt und sogar auflöst. Es gibt noch ein anderes Zeichen. Es ist eines der wichtigen Zeichen, von denen auch in unserer Tradition gesprochen wird. Aufgrund des sehr aktiven Weisheitsauges entsteht nicht mehr das Gefühl, sich seiner eigenen Gedanken schämen zu müssen. Sich nicht mehr seiner eigenen Geisteszustände zu schämen, ist ein Zeichen des Fortschrittes. Und zwar ein ganz, ich muss Ihnen das natürlich jetzt genauer erklären, was ist denn damit gemeint? Zu Anfang ist es ja so, wir versuchen gute Menschen zu sein, dann haben wir diese ich-bezogenen Gedanken, die so dazwischen kreuzen. Ja? Das sind so, möchten wir gar nicht unbedingt jedem erzählen, was da so an stolzen Gedanken, an eifersüchtigen Gedanken, an Profitgedanken, was da so da reinkommt. Passt uns nicht in unser Bild von uns selbst. Wir möchten gerne sehr mitfühlend sein, wir möchten großzügig sein, wir möchten gerne bescheiden sein. Und dann, wir können es kaum unserem nächsten Freund sagen, sind da diese anderen Kräfte, die auch ihr Feuerwerk zeigen, aber wir möchten sie am liebsten sogar vor uns selbst verstecken, aber auf jeden Fall vor anderen. Und ein Zeichen des Fortschrittes ist, dass wir so gründlich nach innen geschaut haben, in der Meditation und in der Achtsamkeit im Alltag, dass wir diese Gedanken und diese Gefühle gut kennen. Dass keine Fremdlinge mehr sind. Diese Gedanken des Stolzes, der Eifersucht und was auch immer sich da aufplustert als ein Ich oder auch zum Beispiel heftige Begierdegedanken, ja, die, oder Hassgedanken, für die man sich normalerweise schämt, die sind uns vertraut geworden. Das heißt nicht, dass wir sie gut finden, aber wir sind uns vertraut geworden. Das ist ein Prozess zum Beispiel, der gleich in der Meditation wie in der psychotherapeutischen Arbeit stattfindet. Was das angeht, ist da kein Unterschied. Jemand, der in freier Assoziation, zum Beispiel beim Analytiker, zulässt, seine Träume und Albträume zu schildern und seine Projektionen offen ausdrückt, der findet Zugang zur Kenntnis dieser anderen Kräfte, die man normalerweise niemandem so erzählen möchte. Und wenn dann jemand auf uns zutritt und sagt, du Hammer, du kommst mir aber ganz schön so und so vor, sagen wir mal ärgerlich oder neidisch, oder dann löst das bei uns nicht mehr dieses Unbehagen und Zusammenfahren aus, sondern wir können dann sagen, stimmt, hast du recht, ist mir auch schon aufgefallen. Wir schämen uns nicht mehr dafür, dass es so etwas gibt. Wir wissen, ja, daran muss ich einfach arbeiten. In diesem Sinne hat sich eine falsche Scham aufgelöst. Wir wissen, dass diese Geisteszustände Leid bewirken, aber wir scheuen uns nicht mehr hinzuschauen. Die Scham hinzuschauen und dass andere das auch bei uns entdecken können, hat sich aufgelöst. Ein ganz wichtiges Zeichen für das, was wir in diesem Leben tatsächlich an innerer Transformation erlangen und bewirken können. Wir können einfach ehrlicher werden mit uns selbst. Und das ist das Weisheitsauge. Und dann können wir ehrlicher mit anderen werden. Und dann spielen die beiden Prozesse auch gut zusammen. Ein anderes Zeichen ist Freude. Freude. Sich selbst in schwierigen Situationen nicht mehr von
einer freudigen Grundstimmung abbringen zu lassen. Das hat damit zu tun, dass jemand, der wirklich einen spirituellen Weg gibt, der den Geist öffnet, dass auch Schwierigkeiten, Probleme nicht mehr das große Thema sind. Geht was schief, platzt ein Reifen oder ich habe mein Portemonnaie vergessen, was auch immer, es geht irgendwas schief, große und kleine Dinge. Eigentlich ist es nicht das, worum es im Leben geht. Eigentlich ist das, sind das nur Ereignisse an der Oberfläche. Worum es im Leben geht, und das ist etwas, was jemand, der einem spirituellen Weg folgt, eigentlich klar sein sollte, sind die inneren Werte. Das heißt, okay, jetzt taucht eine Schwierigkeit auf, worum es eigentlich geht, ist, da entspannt und möglichst sinnvoll mit umzugehen. Nicht zu fluchen und uns und das wegwünschen zu wollen, dass es nicht da sein wäre, sondern sich dem nüchtern zu stellen und dann vielleicht sogar zu lachen. Okay, was machen wir jetzt? Stehen wir im Regen? Diese gelassene, heitere Grundhaltung, die grundlegend freudig bleibt, ist etwas, ein ganz wichtiges Zeichen auf dem spirituellen Weg. Und wird immer stärker, bis sogar tatsächlich Schwierigkeiten begrüßt werden als willkommene Herausforderung. Das will ich Ihnen jetzt, aber es ist möglich. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft Ihnen das geht, dass Sie eine Schwierigkeit spontan willkommen heißen, als eine willkommene Herausforderung. Klasse, es wird wieder schwierig. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt an dem Punkt sind. Auch ich nehme das für mich jetzt nicht so in Anspruch, dass ich meine, da schon zu sein, sonst würden Sie hier alle aufstehen und mich mal testen wollen. Aber da geht der Weg lang. Dass sich unser Herz nicht mehr zusammenzieht, wenn die Dinge schieflaufen, sondern okay, vielleicht müssen wir mal ein, zweimal noch durchatmen, aber dann kommt schon eine positive Kreativität. Sie steht uns zur Verfügung, weil unser Geist sehr leicht und flexibel geworden ist. Er sieht sofort, man erkennt ganz klar, ja, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Das ist jetzt einfach so. Und das Akzeptieren von dem, dass es so ist, haben wir so gründlich geübt in unseren vielen Stunden von Meditation und Gebet und bewusstem Umgang mit unserem Leben, dass uns das leicht zu fallen beginnt. Es fällt uns leicht, die Dinge anzunehmen, dass sie jetzt einfach mal so sind. Und wir verlieren unsere Kraft nicht darin, uns dagegen zu sträuben, das zu akzeptieren, sondern stecken die Kraft direkt da rein, es besser zu machen. Das ist Zeichen für inneren Fortschritt, für spirituellen Fortschritt. Für mich ein sehr wichtiges Zeichen. Hängt mit der Leichtigkeit zusammen, mit der Einfachheit, mit der Freude, mit dem Durchschauen, dass die Dinge gar nicht so solide sind, wie sie sich anfühlen. Dass vieles, was sich jetzt wie eine Katastrophe anfühlt, sich dann noch als ein Segen entpuppt. Diese Verständnisse gehören mit dazu auf dem spirituellen Weg. Ich würde auch davon ausgehen, dass jemand, der solch einen Weg innerer Transformation macht, dass sein Geist stabiler und belastbarer wird. So jemand wird belastbarer, weil er nicht gleich mit dem ich will nicht kommt, sondern schaut, was für alle gut ist, was allen gut tut. Er hat eine panoramische Sichtweise und kommt selber nicht so ins Schwanken, weil das Ich nicht gleich angegriffen ist oder nicht so viel will. Diese normalen Muster, Tendenzen sind deutlich abgeschwächt worden. So jemand ist recht flexibel, kann zuhören, braucht nicht direkt zu reagieren, ist nicht so schwankend, nicht so launisch, sondern kann eine Emotion auch mal halten, wenn eine aufsteigt, braucht sie nicht direkt nach außen zu geben und weiß, das geht ohnehin vorbei. Da ist eine gewisse Weisheit entstanden. Das ist verbunden mit einer inneren Klarheit. Ich würde
mal sage, dass jemand, der einen spirituellen Weg geht, klarer werden sollte. Nicht unklarer, nicht verschwommener, sondern klarer, verlässlicher, dass man ihn ansprechen kann auf das, was er gestern noch gesagt hat und er sich auch erinnern kann daran und dazu steht und nicht so wie ein glitschiges Stück Seife ist. Das sind alles Qualitäten, die ein spiritueller Weg bewirken sollte. Wir sprechen über etwas ganz Konkretes. Das ist nicht die Befreiung im Tod und das gute nächste Leben, die auch die Folge davon sein werden, aber nur, wenn in diesem Leben der Weg dafür gebahnt wurde. Und zwar genau mit dem, was ich jetzt beschreibe. Wenn das jetzt nicht stattgefunden hat, ist es durchaus zu bezweifeln, dass es nach dem Tod stattfindet. Ich würde sagen, so jemand ist entspannt. Spannung würde ich in den Bereich dessen stellen, was wir auflösen. Und Entspannung, Offenheit, Gelöstheit, das gehört zu den Qualitäten, die auf einem spirituellen Weg entstehen sollen. Das hängt mit dem Vertrauen zusammen. Das hängt damit zusammen, dass man sich nicht mehr für so wichtig hält. Da ist mir noch ein zusätzlicher Punkt in den buddhistischen Texten aufgefallen. Er ist auch mal wieder ungewöhnlich, aber dann doch so wahr. So jemand ist nicht selbstzufrieden. Nicht selbstzufrieden. Damit meinen die buddhistischen Meister eine Grundhaltung, dass so jemand stark in dem Gefühl lebt, immer weiter dazuzulernen. Der Weg ist nicht abgeschlossen. Jemand, der sich schon so fühlt, er hätte alles gelernt und wüsste alles und wird dann selbst zufrieden und arbeitet nicht weiter an sich, das gehört nicht zum Praxisziel der buddhistischen Tradition. Selbst ein Buddha lernt noch dazu. Auch wenn er die Dinge in der Natur schon vollkommen durchdrungen hat. Wir sprechen in der buddhistischen Tradition von einem ständigen Prozess des Sich-Öffnens, des Dazulernens, des Ausweitens unserer Möglichkeiten, anderen zu helfen. Im Grunde genommen bleiben wir alle ständig Schüler. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind per se Lehrer, wir sind die Wissenden, die Besserwissenden, dann sind wir auf dem Holzweg mit unserem spirituellen Weg. Das ist zum Beispiel das Schicksal von vielen Dharma-Lehrern, spirituellen, buddhistischen Lehrern, dass wir aufgrund des vielen Unterrichtens das Gefühl haben, wir wüssten. Und dann beginnt unser Abstieg, spirituell gesehen. Wir sind nicht mehr in der Aufwärtsspirale, sondern der Stolz beginnt sich einzuschleichen. Und dann verlieren sich die Qualitäten, die eigentlich schon dabei waren, sich zu zeigen, zu formen, die verlieren sich wieder. Aufgrund der Einbildung. Ja, wir bilden uns ein, am Ende zu sein, zu wissen. Wir bilden uns vielleicht ein, grundlegend was mehr Verstand zu haben als andere, denen wir begegnen, und sind gar nicht mehr offen in der Begegnung für das Wunderbare, was jeder Mensch uns jetzt gerade zeigen kann. Also eigentlich eine stete Weiterentwicklung. Die Liste dessen, wie jemand sich anfühlt oder wie das sich in mir anfühlt, wenn ich in meiner spirituellen Verblendung bin, die werde ich Ihnen jetzt ersparen. Denn das ist einfach das Gegenstück zu dem, was ich jetzt schon beschrieben habe. Ich will das Ihnen überlassen, selber zu fühlen, wie das sich, ja, wie das ist, wenn man jetzt in solch starken Identifikationen steckt, dass die Emotionen ständig anspringen. Wir, diese starken Identifikationen, ich will, ich bin, was passiert, wenn ich nicht mehr bin, wenn man mich nicht beachtet, wenn man sich nicht um mich kümmert, wenn ich alleine bin, ja, diese Gefühle, die dann auftauchen.
Das ist das Material, mit dem wir unseren Weg beginnen. Das ist unser Ausgangspunkt. Das ist das ganz normale menschliche Erleben, wo wir oft nicht recht wissen, wohin mit uns selbst. Und ich habe jetzt über viele Dinge nicht gesprochen, über die traditionell in einer buddhistischen Unterweisung gesprochen werden würde. Liebe, Mitgefühl, Weisheit und viele der anderen Qualitäten. Ich habe jetzt diesmal nicht über Meditation gesprochen, obwohl ich eigentlich oft darüber spreche. Und heute geht es mir nur darum, das Problem deutlich zu benennen und jetzt die eine Lösung anzusprechen, die mir heute Abend für wichtig erscheint, ist, den Blick nach innen zu stärken, ehrlich mit uns selber zu werden. Das heißt, dass ich bereit bin und diese Bereitschaft verstärke, in den Spiegel zu schauen. Mein Lehrer Gyanen Rinpoche hatte so ein Lieblingsbeispiel, was ich deswegen auch gerne erzähle. Er sagt, normale Menschen, aufgrund dessen, dass sie sich selbst so wenig kennen, sind so wie jemand, der mit einem dicken Dreckfleck auf der Stirn durch die Stadt läuft, sich gut gekleidet hat, schön angezogen und denkt, boah, ich bin richtig fesch, ja? Also, ne? So, kommt sich gut vor. Bis er in einem Restaurant mal auf die Toilette geht und in den Spiegel schaut und merkt, dass er den ganzen Tag über mit einem dicken Dreckflecken auf der Stirn rumgelaufen ist. Und so geht es uns auch auf dem spirituellen Weg. Wir putzen uns ganz gut raus, so, und laufen dann durch die Gegend, schauen aber nicht ausreichend in den Spiegel. Und diesen Spiegel, den müssen wir jetzt putzen, damit wir reinschauen können. Das heißt, wir brauchen Zeiten in unserem Leben, wo wir uns selber zuwenden. Das kann Meditation sein, würde ich Ihnen sehr empfehlen, stille Momente. Das kann aber auch ein ehrliches Tagebuch sein, was wir nie jemandem anders zeigen. Also wirklich ein Tagebuch, was nicht für andere gedacht ist, wo wir nur ehrlich mit uns selber sprechen. Das kann kreatives Schreiben sein, das kann ein sich öffnen in der Partnerschaft sein. In der buddhistischen Terminologie würde man sagen, das ist Sangha. Sangha ist der Ausdruck für Gemeinschaft. Das heißt, der tiefe Austausch mit anderen spirituellen Praktizierenden auf dem Weg, die genauso ehrlich mit sich arbeiten und mich in meiner ehrlichen Bestandaufnahme von mir selbst unterstützen kann. Das wäre für mich heute das Wichtigste. Und ich möchte es so halten wie sonst auch, dass ich jetzt den zweiten Teil des Abends für Fragen und einfach für Austausch zur Verfügung stelle. Und da möchte ich Sie jetzt einladen, Bemerkungen zu machen, Dinge vielleicht mir zu helfen, vielleicht auch noch das ein oder andere zu vertiefen. Und da ich sehe, dass jetzt eine Dame schon gegangen ist, möchte ich eine kleine Zwischenankündigung machen, bevor wir zu den Fragen kommen. Die Zwischenankündigung, da geht es um Spenden heute Abend. Sie wissen, der Abend ist völlig frei. Und ich möchte die Spenden heute Abend für ein Projekt nutzen, dass ich diesen Sommer auf der Insel Lesbos in Griechenland an der türkischen Grenze besucht habe. Es handelt sich um ein Refugee Camp, also ein Flüchtlingslager, und zwar in dem Fall jetzt für jugendliche Kinder zwischen 13 und 18 Jahren. Gregoris Cavernas, einer der drei Sozialarbeiter in dem Projekt, ist seit mehreren Jahren jeweils mit dabei, wenn ich in Griechenland im Sommer unterrichte, und hat es geschafft, sich in dem letzten Jahr, das Lager gibt es erst seit einem Jahr, und hat es geschafft, sich um 1600 solcher jugendlicher Flüchtlinge zu kümmern.
Aktuell sind, das Lager war eigentlich für 120 solche Flüchtlinge gedacht. Die kommen alle aus Afghanistan rüber, sind alle Opfer der Auseinandersetzung in Afghanistan, sind zwischen die Taliban und die Amerikaner und die anderen Truppen gekommen, haben zum Teil mitbekommen, wie ihre Eltern gefoltert wurden oder sie selber, wie ihre Eltern umgebracht wurden. Und diese Insel Lesbos hat einen Übergang in die Türkei, wo die Meeresenge nur 3 Kilometer weit ist. Die Normalentfernung liegt etwa bei zwischen 12 und 20 Kilometern. Und deswegen setzen die Flüchtlinge, die durch die Türkei nach Westen drängen, setzen dort immer über. Und diese jungen Menschen waren zunächst im völlig überquellenden Gefängnis von Mytilini auf Lesbos untergebracht, bis es dort zu einer Meute kam im Juli letzten Jahres und die Polizei nicht mehr verhindern konnte, dass die Öffentlichkeit sich eingeschaltet hat. Und da hat man gesehen, dass diese Kinder mit den Erwachsenen in denselben Zellen untergebracht waren, mit allen Möglichkeiten zum sexuellen Missbrauch, den man sich noch vorstellen kann. Und dann wurde zum Glück ganz schnell ein altes Sanatorium gefunden, was jetzt für diese Kinder zur Verfügung steht. Ich habe 5 Tage jetzt die Insel besucht, um diese Jugendlichen und die Sozialarbeiter und den Psychologen und den angestellten Arzt kennenzulernen. Die Regierung schafft es nur, diese 5 genannten Leute und eine Putzfrau zu bezahlen und hat kein Geld für die Kleidung der Kinder. Sie stellt die Ernährung, aber hat kein Geld, die Winterkleidung jetzt zur Verfügung zu stellen. Und langer Rede, kurzer Schluss, ich möchte Sie bitten, vielleicht heute Abend eine Winterjacke für ein Kind zu übernehmen. Das würde zwischen 6 und 8 Euro betragen. Denn wir kaufen die Jacken aus der Handfertigung in der gegenüberliegenden Türkei, sodass es so billig wird. Und vielleicht wissen Sie es nicht, aber in den Bergen dort schneit es im Winter. Das Refugee Camp, Flüchtlingslager, liegt auf 700 Meter Höhe und natürlich haben sie keine Heizung. Alle Häuser dort sind ohne Heizung, aber die Nächte werden bitterlich kalt und es kann auch eine ganze Reihe regnerischer, kalter, verschneiter Tage haben. Für die Schuhe muss auch gesorgt werden, aber ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt, wenn wir das heute Abend schaffen könnten, dass möglichst viele von Ihnen eine so eine Jacke oder vielleicht sogar mehrere spenden, dann würde ich dieses Geld selber darüber bringen, beziehungsweise auf einem sicheren Weg Gregoris und dem Team in die Hände bringen. Sie können mein Wort dafür haben, dass das genau für den bestimmten Zweck benutzt wird. Und wenn Sie darüber hinaus mehr wissen möchten, dann hat die Caroline hier 20 Exemplare hingelegt, wo das Projekt genau beschrieben wird. Das können Sie beim Rausgehen aus dem heutigen Abend können Sie sich das mitnehmen. Wir können es im Moment nicht ins Internet stellen, weil die griechische Regierung äußerst empfindlich darauf reagiert, wenn man Kritik an ihren Flüchtlingslagern übt und durchblicken lässt, dass sie sich nicht in vollem Umfang darum kümmern kann. Die griechische Regierung hat gerade das Flüchtlingslager in Patras mit 5000 Zelten dem Erdboden gleichgemacht, haben es mit Bulldozern überrollt. Einer der Flüchtlinge, mit dem wir in Kontakt stehen, lebt in einem Baum in Patras, ist die einzige Unterkunft, die er gefunden hat. Nur um so die Stimmung ein bisschen zu beschreiben, ich will niemanden angreifen, das Problem, was dort ist, ist kein griechisches Problem. Es ist das Problem der sozialen, finanziellen und politischen Unterschiede zwischen einem Land oder Ländern wie Afghanistan, Iran, Irak, inklusive Türkei, wo es nicht so schlimm ist, und den friedlicheren Ländern, reicheren Ländern, zu denen wir gehören. Und Griechenland ist nur ein Durchgangsland. Ja, es ist das Land, was diese Probleme hat mit den Flüchtlingen, weil es zur Europäischen Union gehört. Und es geht uns genauso an, was dort passiert, wie die Griechen. Es ist kein griechisches Problem. Nur wird es halt auf die griechische Art gelöst bzw. vertagt. So viel dazu. Das wollte ich einfach ankündigen, damit Sie jederzeit rausgehen können und
Diese blaue Schale könnte eigentlich schon anfangen, auch durch die Reihen zu gehen, wenn Sie leise Geld reinlegen wollen, ansonsten beim Rausgehen. Und jetzt wäre es, könnte ich vielleicht das andere Mikro nehmen, wenn es ein zweites hat, und dann könnten wir dieses Mikro in die Reihen geben, sodass die, die was sagen wollen, das vielleicht ins Mikro tun. Das umhängen? Ja, brauche ich da bloß? Mach's mal zu. Ja, mach's mal zu. Also ich wäre sehr froh, wenn Sie den Mut haben, ein paar Worte beizutragen, um den Austausch in Gang zu bringen. Die Dame ganz hinten. Ich frage mich schon seit längerer Zeit, inwiefern es nicht auch verfänglich sein kann, ein vermeintliches Ich, auch wenn es ein vermeintliches, das noch nicht ganz gesund ausgebildet ist, zu versuchen, fallen zu lassen. Beziehungsweise ich frage auch nach dem Unterschied zwischen hinnehmen und wirklichem Annehmen. Mhm. Den zweiten Teil der Frage bitte ich Sie dann nochmal klarer zu formulieren, was mit hinnehmen und annehmen gemeint ist. Für den ersten Teil der Frage, hören Sie mich laut genug? Ja? Nee? Da hinten, das schüttelt so ein paar im Kopf. Jetzt ist es besser? Ja? Ist es besser oder ist es so gleich? Jetzt ist es, ja? Ja? Ah, das Mikro scheint. Diese Frage ist, mit der haben wir uns sehr intensiv befasst in mehrjährigen, also jetzt seit 8 Jahren Austauschen zwischen Psychotherapeuten und Dharma-Lehrern, buddhistischen Lehrern. Es bringt tatsächlich nicht so viel, über die Auflösung eines Ichs zu sprechen, wenn darunter die stabilisierenden Funktionen unserer Psyche gemeint sind. Das, was wir mit einem stabilen Ich beschreiben, das nennen wir auf dem buddhistischen Weg die 6 befreienden Qualitäten, die 6 Paramitas. Und zwar gehört dazu, dass wir Freigebigkeit, eine klare Ethik, also sich kümmern können um andere, Geduld, freudige Ausdauer, also das Beharren können, das Weitermachen können in Schwierigkeiten, geistige Stabilität, also Geistesruhe und Weisheit. Das sind so diese 6, die alle auf Liebe und Mitgefühl beruhen. Und die werden gestärkt auf solch einem Weg. Und sie werden umso stärker, je weniger die Identifikation der Person auf sandigem Boden steht, auf brüchigem Boden. Das heißt, ein geschickter Weg der Ablösung leiterzeugender Identifikation zu hin, mehr Stabilität würde so aussehen, dass man eine gesundere Basis findet, aus der heraus sich das Vertrauen und das Ich-Gefühl speist, bis sich das so weit entspannen kann, so weit öffnen kann, dass das Zentrum aus diesem Vertrauen, dieses vermeintliche Ich, dass sich das auch noch auflösen kann. Aber da braucht man sich auf dem Anfang des Weges überhaupt nicht drum zu kümmern. Es geht darum, grundlegende Faktoren wie Achtsamkeit zu schulen. Achtsamkeit wirkt unglaublich ich-stabilisierend, aber im guten Sinne. Ja, Achtsamkeit ist das, was wir brauchen, um genau zu spüren, was wir erleben, um das auch ausdrücken zu können, um das bewusst kommunizieren zu können. Das ist ganz zentral für das, was wir normalerweise Ich-Stärkung nennen, ist aber nicht die neurotische Ich-Stärkung. Und jetzt der zweite Teil Ihrer Frage. Okay, ich versuche es nochmal. Ich finde es ganz oft ganz schwierig, die Balance zu finden zwischen einfach zu denken, dass etwas ist passiert, dass ich vielleicht so nicht möchte oder nicht gut bin. Schon seine Richtigkeit hat, um einfach zu sagen, das passt jetzt irgendwie, und dann auch manchmal zu wissen, nee, vielleicht sollte ich da jetzt doch das nicht annehmen, weil es jetzt vielleicht doch wichtig wäre, sich einzusetzen. Und natürlich auch manchmal, dass man denkt, naja, es passt schon, und dann denkt man es aus Bequemlichkeit oder so, fast schon ein bisschen Fatalismus, und denkt wiederum, ich bin so gelassen und ja. So gut im Anliegen. Ja, ja.
Ja, Sie haben ja eigentlich die Antwort schon gegeben. Also was heißt Antwort? Also ich würde Ihnen dazu stimmen, dass es beim Akzeptieren nicht um das Akzeptieren geht in dem Sinne, die Situation ist so und wird immer so bleiben, sondern nur um den ersten Schritt, die Situation ist so und was machen wir jetzt damit? Das ist, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht, wie man das treffend beschreiben kann, aber genau wie in dem Flüchtlingslager, die Situation ist so, aber sie ist miese und es muss etwas geändert werden. Ja, also nicht dieser Fatalismus. Also annehmen schließt nicht aus, dann auch zu handeln. Es ist sogar die Voraussetzung dafür. Es ist wie, wenn ich nicht annehme, dass ich krank bin, dann gehe ich auch nicht zum Arzt. Ich muss erstmal sagen, ich bin krank, brauche Hilfe und dann gehe ich und tue was. So, das ist, was ich mit annehmen meinte oder akzeptieren. Dankeschön. Diese Gelassenheit, von der Sie gesprochen haben, kriegt man das nur bewusst, indem man daran arbeitet, oder kriegen das alle Menschen mit dem Alter, dass sie gelassener sind? Ohne dass sie irgendwas gemacht haben. Und die Sachen viel besser annehmen und das Leben so wie es ist und. Ja. Also muss irgendwie immer dran gearbeitet oder das Leben bringt uns irgendwie schon dahin. Ja, was ist es eigentlich, wenn man älter wird? Was bedeutet das? Das bedeutet doch, dass man Hunderte und Tausende von Situationen gelebt hat. Auch wenn man sie jetzt nicht bewusst mit dem Ziel gelebt hat, weiser zu werden, wird man trotzdem weiser. Weil man sie gelebt hat und mit einer gewissen Bewusstheit gelebt hat und daraus Schlüsse gezogen hat. Zum Beispiel den Schluss, es hilft nichts, sich aufzuregen, wenn an die Straßenbahn vor der Straße davon fährt oder was. Man wird gelassener. Aufgrund von gemachten Erfahrungen, die einen zu gewissen Schlüssen kommen lassen. Und diesen Prozess, den beschleunigen wir mit der spirituellen Praxis. Das heißt, es ist derselbe, ganz natürlich sich vollziehende Prozess, dass bei bewusst gemachter Erfahrung der Mensch ein bisschen schlauer wird. Diesen Prozess, den unterstützen wir durch mehr Achtsamkeit, durch bewussteres Hinschauen. Dann kann jemand mit 30 oder 40 schon eine Gelassenheit entwickelt haben, die man eigentlich erst beim 80-Jährigen findet. Dankeschön. Ja. Jede Frage ist willkommen. Oder jede Bemerkung auch. Auch wenn Sie nur was teilen wollen. Ich würde gerne genaueres hören, was Sie meinen mit einerseits mit Ich-Auflösung und auf der anderen Seite Ich-Stabilisieren. Ich würde da gerne anschließen an die Vorlesungen. Gerade dann, wenn viele Menschen noch gar kein eigenes Ich haben, keine Ich-Identität, sondern gelernt haben, sich ständig anderen anzupassen. Genau. Oder gar kein eigenes Ich haben und nicht wissen, wer bin ich überhaupt. Ja. Was heißt dann Ich-Auflösung? Genau. Wir bewegen uns jetzt in dem Bereich, wo wir mit dem Ich-Begriff einerseits aus normal menschlicher Sicht arbeiten, dann aus psychotherapeutischer Sicht und dann ist der Ich-Begriff aus buddhistischer Sicht. Und das sind verschiedene Welten. Als Beispiel eines stabilen Ichs würde ich Ihnen den Buddha empfehlen. Buddha Shakyamuni wäre nach der heutigen Definition in der modernen Psychologie jemand mit einem ganz stabilen Ich, einem ganz gesunden Ich. Seine ganze Lehre beruht aber auf der Ichlosigkeit. Wie kann jemand, dessen Erwachen darin besteht, die Ichlosigkeit erkannt zu haben, so stabil sein, so wie ein Fels in der Brandung und mit einer Offenheit und Flexibilität, ohne je seinen Weg zu verlieren. Und da merkt man gut, dass da zwei Welten miteinander kommunizieren, die den Begriff Ich sehr verschieden benutzen. Da, wo wir von der Notwendigkeit von Ich-Stärkung sprechen, wird das Ich als etwas Gesundes, als etwas Hilfreiches betrachtet und meint eigentlich ein Komplex von Fähigkeiten wie Achtsamkeit, Ausdauer,
Liebesfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit. Sie wissen das vielleicht besser als ich. Wir könnten die Liste fortsetzen. Also sehr diese Fähigkeiten, um die es eigentlich geht, damit jemand unter Belastung nicht gleich zusammenbricht, keine Ängste, nicht unter Ängsten leidet, gesunde Beziehungen leben kann. Die Analyse von Buddha geht so, dass um dahin zu kommen, dass ein Mensch so stabil wird, müssen wir die Faktoren auflösen, die ihn unstabil machen, die zu Leid führen. Und in dieser Analyse merken wir, dass das, was uns unstabil macht, immer wieder diese Gedanken sind, und wenn das jetzt passiert, was macht das mit mir? Was passiert jetzt mit mir? Die Ich-Bezogenheit im Sinne von Egozentrismus wirkt destabilisierend, weil ich in dem Fall mit Enge verbunden wird und ist in dieser Analyse der Sammelbegriff für all das, was unsere Neurose ausmacht, was unsere Instabilität ausmacht. Das sind die Identifikationen, wenn ich identifiziert bin, zum Beispiel, wenn Sie mich jetzt in meiner Rolle oder meiner Identifikation als buddhistischer Mönch pieksen, angreifen. Wenn ich damit identifiziert bin, werde ich reagieren, werde ich ärgerlich werden und Instabilität. Wenn ich buddhistischer Mönch bin, ohne damit identifiziert zu sein, können Sie mir Dinge über buddhistische Mönche sagen, ich werde Ihnen zuhören und da ist erstmal niemand, der sich dagegen stellt und sagt, das kommt denn das? Und ich aber, und ja, das ist gemeint mit dem flexiblen Geist. Man hat seine Rollen, aber man ist nicht mit ihnen identifiziert. Man hat seine Verantwortungen, bleibt aber offen und flexibel. Das ist so gemeint mit Auflösen der Ich-Bezogenheit. Damit sind diese krankmachenden, destabilisierenden Identifikationen gemeint. Würde das jetzt, was Sie eben ausgeführt haben, würde das dann beinhalten, dass ich eigentlich von außen gar keine Angriffe in diesem Sinne mehr erfahren würde, wenn ich diese Reife habe von Geduld, Einfühlungsvermögen, ja. Mitgefühl, dass ich dann nicht mehr das Gefühl habe, von außen angegriffen zu werden? Genau. Genau, das würde das bedeuten, dass innerlich nicht mehr das Gefühl entsteht, ich muss mich dagegen einen Angriff verteidigen. Ein Ich muss geschützt werden. Dieses Gefühl taucht dann nicht mehr auf, weil man merkt, ob es da jemanden gibt, der sich verteidigt oder nicht, hängt davon ab, ob ich jetzt diese Gedanken erzeuge, dass da jemand angegriffen wurde. Wenn dieser Gedanke nicht mehr auftaucht, braucht man sich nicht mehr als eine Person zu verteidigen. Ja. Ich überlasse die Wahl der Sprecher, da war zwischen Michael, der Sabrina. Sabrina guckt und sie melden sich bei ihr, weil sie hat dann das Mikro. Ich finde es ganz toll, dass Sie das verbinden mit der karitativen Tätigkeit und möchte da anknüpfen, was der Raum ausmacht. Wenn der Raum halt so ein Raum ist, wie hier in der westlichen Gesellschaft, wenn ich in der Viere wohne, ja, wo halt relativ saturierte Menschen sind, die sich ja gut entwickeln konnten und deswegen erfolgreich sind im Leben, dann ist es mir natürlich leicht, einen spirituellen Weg zu gehen. Aber wenn ich in einem Raum bin, der weniger relational ist, also dass ich weniger Verhältnisse, weniger Beziehungen, weniger kommunikative Anlaufstellen kriege, sondern eher ein Raum, der im Grunde genommen ein totaler Raum ist, ein Raum, der mich konditioniert, ein Raum, der mir meine Möglichkeiten einräumt, vielleicht sogar ein Raum des Krieges oder ein Raum der finanzielle Prekarität, der sich jetzt hier auch öffnet für wahrscheinlich 20-30% der Bevölkerung. Mhm. Frage mich immer als jemand, der auch immer versucht, einen spirituellen Weg zu gehen, wäre es nicht viel wichtiger, einfach die Menschen da irgendwie stärker einfach das Ganze zu entschleunigen, gerade dadurch, dass sie sich nicht als ich sehen und nicht als Individuum das immer aneignen muss, sondern eher als jemand, das was freigibt an Sozialen. Weil je enger die Bedrohung ist von außen, desto mehr muss man auch zusammen machen. Also ja. Armut heißt Liebe zur Nachbarschaft. Ja, ja. Das ist für mich die Frage so auch ein bisschen, ist das Ihre buddhistische Intention auch und meinen Sie das mit Menschen helfen? Weil es gibt ja immer in der westlichen in der Wissenschaft sagt man ja immer, Buddhismus bedeutet quasi Weltfremdheit, Welt,
Rückzug aus der Welt. Ja, gibt es immer noch Leute, die das behaupten. Ja. Ich stimme Ihnen so voll zu. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich dem beistimmen würde. Es ist mein Herzensanliegen, dass den Menschen immer dort geholfen wird, genau damit, was sie jetzt brauchen. Und nicht, dass der Helfer irgendwelche Ideen darüber hat, was die Hilfe sein sollte. Ich habe zum Beispiel auch viel in Brasilien unterrichtet und da geht es dann manchmal nicht, da geht es nicht unbedingt darum, hochtrabende spirituelle Ziele zu unterrichten, sondern ganz konkret, was kann ich jetzt tun? Und das ist eigentlich urbuddhistisch, also weil es hat nämlich mit dem Buddha so angefangen. Er hat jedem, den er getroffen hat, hat er genau die Hilfestellung gegeben, die dieser Mensch in dem Moment gerade brauchte. Und wenn er was zu essen braucht, dann gab es zuerst was zu essen. Und wenn er krank war, wurde er zuerst verarztet. Also so sollte es sein. Und deswegen will ich auch gar nicht weitersprechen, weil Sie haben alles schon ausgedrückt. Ja, also ich kann das voll unterschreiben. Eine Entschleunigung, eine in der Armut umso mehr zusammenrücken, umso mehr sich gegenseitig helfen. Ja, also Sie haben so viele Dinge da angesprochen, eben kann ich nur mit einverstanden sein. Buddhismus ist keineswegs ein Rückzug aus der Welt. Wir ziehen uns nur zeitweise zurück, um diese Achtsamkeit zu schulen, um ganz tief den inneren Zeugen zu wecken, das Weisheitsauge zu öffnen, um tief mit dem eigenen Bewusstsein in Kontakt zu kommen und damit dann in die Welt zu gehen. Es ist immer nur wie so ein Trainingscamp, ja, ein Trainingslager, Ausbildungslager. Ja? Ich möchte mal anschließen, was die Dame gesagt hat, wo sie nachgefragt hat, wenn es praktisch diese Ich-Identifikation aufgegeben wurde, das ist dann eigentlich auch gar nicht mehr als Angriff empfunden wird. Ich bin vor gut 2 Jahren abends überfallen und zusammengeschlagen worden. Also ein ganz konkreter Angriff. Und also als du so gesagt hast, mit sich frei machen, jetzt was ich buddhistischer Mönch und so, das nicht anziehen, das kann ich nachvollziehen. Und es ist für mich jetzt einfach, ich würde jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, einfach zu gucken, was ist da in diesem passiert, weil es war ein konkreter Angriff und jetzt einfach die Frage, wie hätte eine andere Grundeinstellung von mir zum anderen Erleben führen können? Wäre der Körper denn trotzdem geschlagen worden? Und das ist jetzt einfach so, ja, wenn ich höre, kein Angriff, mir ist ein Angriff passiert, wie ordnet man das jetzt einfach ein? Wir haben übrigens ähnliche Erfahrungen, es ist auch mal passiert, durch die Pariser Metro zu laufen, steht jemand auf, greift mich an, ich habe innerhalb von 3 Sekunden eine blutende Nase und habe gar nicht gemerkt, wie es gekommen ist. Ich denke, so praktisch, weil heute ist sehr praktisch, ich möchte praktisch bleiben. Ich glaube nicht, dass wir so viel durch eine andere Geisteshaltung verhindern können, dass wir angegriffen werden. Glaube ich nicht. Halte ich für Wunschdenken. Ich glaube nicht, bloß weil ich ein guter Mensch bin, kann ich überall durchgehen und mir passiert nichts. Ich muss trotzdem achtsam sein. Und es kommt darauf an, wie ich Menschen begegne. Und es gibt Menschen, die überhaupt nicht drauf gucken, wie jemand drauf ist, die nur einfach ihr Objekt suchen. Und wenn ich dann in die Quere komme, dann erwischt es mich genau wie jeden anderen. Also da würde ich erstmal sagen, wenn nicht schon eine Kommunikation stattfindet, dann habe ich eigentlich nur das Pech, an dem Ort zu sein. Und egal wie gut mein Karma ist, normalerweise erwischt es mich dann. Ja? Da würde ich also auch ein bisschen was abschminken. Ich habe nicht das Gefühl, aufgrund meiner Jahre von Praxis, ich könnte jetzt durch jeden Ort gehen und mir passiert nichts. Allgemein laufen die Dinge ein bisschen besser, aber nur wenn ich eine Chance habe, auch eine Kommunikation aufzubauen. Ja, also wenn es möglich ist, irgendwie ein bisschen Vertrauen zu erwecken oder dass die merken, der Kerl ist easy, der ist gelassen. Ja, dass das sie ein bisschen beruhigt, aber manchmal kann das auch umso mehr noch nerven. Und jetzt das Wichtige, und das ist das Wesentliche, ist nach der Situation. Wenn ich nach der Situation das immer noch als einen persönlichen Angriff zu verdauen habe, wo mein Ich-Gefühl verletzt wurde, trage ich deutlich tiefere Narben von so einem Überfall mit mir, als jemand, der sagt, okay,
ist total schief gelaufen. Ein Glück, ich bin mit dem Leben davongekommen, kann jedem passieren und er nimmt es nicht so persönlich. Wenn ich das persönlich als eine narzisstische Kränkung erfahre, ist meine Narbe sehr viel tiefer, meine psychische Narbe ist sehr viel tiefer. Und da genau setzt die buddhistische Praxis an, das heißt die Praxis der Nicht-Identifikation, des Loslassens, dass man Prozess mit sich machen kann, des Lösens, dass man mit dem Angreifer einen Prozess innerlich machen kann, des Versuchens zu verstehen, des sich Einfühlens, des eventuell sogar ja bis hinkommen, dass man ihn in seinem Gefangensein erlebt, dass er völlig getrieben ist von seinen Emotionen und dass dieses Verständnis in uns so tief wird, dass wir statt uns verletzt zu fühlen, jetzt dabei sind, ich war bloß der Geschlagene, aber dieser Mensch läuft Tag um Tag mit seiner Aggression herum. Das ist eigentlich schlimmer. Und wenn wir da so tief, das ist genau der buddhistische Weg, ja, wenn wir das so tief machen können, dass wir zu so einem Verständnis kommen, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, zu einem inneren Verzeihen zu kommen. Verzeihen, nicht für ein Gutheißen, nur einfach, und damit, wenn das innerhalb kurzer Zeit passiert, nach so einem Übergriff, dann sind die Narben in uns verschwindend klein. Und darum geht es eigentlich. Nicht, dass wir uns solchen Situationen entziehen können, sondern nur, dass wir besser mit ihnen umgehen können. Ich hoffe, ich konnte dir damit so ja antworten. Das Mikro ist schon bei jedem. Das geht da gerade die Reihe. Ja? Ich denke, das ist ja gerade ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht persönlich gemacht hat. Es ist gut, wenn... Das stimmt nicht. Ich war ganz konkret in meiner Person und so, wie ich bin, angekommen. Ja. Also von der Art, und wir sind nun mal halt so in einer gewissen Art auch sehr persönlich halt unterwegs und das war jetzt nicht einfach irgendwer, sondern es war konkret auch auf mich jetzt nicht als Michael gewünscht, sondern einer, der sich so benimmt, einer, der so ist, der hat nicht so zu sagen, es gab auch kurz eine Auseinandersetzung, ich so, hey, Moment, du bist so, ich bin so, wenn du möchtest, gehe ich da lang, gehst du da lang, ne, sondern so, nee, du und du jetzt. Ja, also das war nicht so, ne, das hat man so einen Computer Ich bin froh, wenn jeder ins Mikro spricht. Es kann sein, dass aufgenommen wird. Deswegen ist es gut, wenn es auch aus den Lautsprechern kommt. Dann ist besser mit der Aufnahme. Das ist einfacher. Ich habe eine Frage zu Karma. Ist es möglich, durch Meditation oder durch den spirituellen Weg Schicksal oder Karma aufzulösen oder den nicht zu entfliehen, damit das abzumildern? Ist das möglich? Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall möglich und das ist ein tiefer innerer Prozess, weil alles, was wir an Karma potenziell in uns tragen, wird reif. Das heißt, es taucht im Bewusstsein auf. Wenn wir in dem Moment nicht reagieren, sondern recht offen und gelassen damit umgehen, kann es durchrauschen, ohne starke Knoten auszulösen. Wenn Karma auftaucht und wir reagieren, dann schaffen wir neue Ursachen und Wirkungen. Der ganze Weg besteht darin, eigentlich aus diesen Ursache-Wirkungsketten auszusteigen und die sich erschöpfen zu lassen, sodass wir nicht mehr im Reagieren sind, sondern im Agieren. Eigentlich ist das der ganze spirituelle Weg. Das Leben selber in die Hand zu nehmen und nicht mehr von den Bumerangs fremdbestimmt zu sein. Den Bumerangs unseren früheren Handlungen, die auf uns zurückkommen und die dazu führen, dass wir wieder genauso handeln. Wir begegnen Aggressivität und reagieren mit Aggressivität. Wenn wir das stoppen können, ist ein karmischer Bumerang zum Erliegen gekommen. Und das machen wir in der Meditation, weil dort tauchen viele solcher Bumerangs auf. Sie werden bewusst als aufschießende Gedanken, Emotionen, Gefühle im Körper, Empfindungen. Und wir damit gelernen, gelassen umzugehen und sie sogar noch zu nutzen für den Weg, dann reinigen wir, so ist der Ausdruck, reinigen wir unser Karma. Das ist ein sehr aktiver Prozess. Das heißt aber nicht, dass ich davor weglaufe, sondern dass ich damit sitzen bleibe. Hingucken, sitzen bleiben, hingucken.
Meine Frage ist, kann es sein, dass man durch das Geistestraining, also im buddhistischen Weg heißt es ja, man soll seinen Geist trainieren, Achtsamkeit und ähnliches dadurch entwickeln, dass man dadurch aber auch eigentlich wieder sich eine neue Anhaftung schafft. Wenn zum Beispiel jemand sagt, er muss erst so und so viele Mantren rezitieren oder bestimmte Weisen oder bestimmte Rituale tun, oder wenn es dann auch heißt, ich trainiere meinen Geist, ist das nicht wieder eine Anhaftung, die im Prinzip das Ganze doch wieder eigentlich eher, sagen wir mal, behindert als befreit? Ja, nicht das Ganze, aber auf jeden Fall behindert das. Diese Anhaftung an meine Praxis, an meine Zugehörigkeit, spirituelle Zugehörigkeit, all dieses, diese neuen Identifikationen, die man sich gleich wieder aufbaut, sind Hindernisse auf dem Weg. Unvermeidlich zunächst mal, weil wir halt so sind, wie wir sind, aber mit der Zeit kommen wir uns selber auf die Schliche und können auch das dann wieder auflösen. Ja, bitte hier vorne. Wie kann man Balance zwischen so aktiven Handeln und anderen zu helfen, wie gesagt, Kurse zu finden und persönliche Praxis? Ich meine, wie viel würde man eigentlich meditieren, um ein Ergebnis zu bekommen? So viel wie nötig. Ja, aber wie stellt man, ich meine, weil ich persönlich kann diese Balance, das ist mein Problem, ich kann diese Balance nicht finden. Ich finde, ich gehe da langsam mit meiner persönlichen Praxis voran. Um diese anderen zu helfen oder was Aktives zu machen, kann auch ein bisschen natürlich werden. Das manchmal fragt man, wie viel kann man auch helfen in der Realität? Ja, stimme ich Ihnen zu. Stimme ich dir zu. Manchmal denken wir nur, wir würden helfen. Manchmal verlieren wir uns im Helfen. Manchmal verlieren wir uns in der Meditation. Da braucht es immer diesen feinen inneren Blick. Ich glaube, ich möchte da die Frage zu dem Thema von heute zurückbringen. Immer wieder braucht es diesen selbstkritischen Blick. Bin ich dabei, mir was vorzumachen? Oder ist das, was ich tue, hier wirklich sinnvoll? Ist es wirklich hilfreich? Hilft es mir und anderen zu erwachen im weitesten Sinne des Wortes. Und das kann niemand uns abnehmen, diese Frage. Ich würde mich fast strafbar machen als Dharma-Lehrer, wenn ich dir jetzt eine direkte Antwort gebe und so mache es, weil genau das würde den Prozess wieder behindern. Ja, es ist wichtig, mit der ungelösten Frage zu leben und immer nach der angemessenen Lösung jetzt gerade zu suchen. Ich habe ein Kind, ich muss mich drum kümmern, ich habe einen Beruf, ich muss mich drum kümmern, dazu muss ich stehen, da bleibt nicht viel Zeit für längere Meditationen und damit meinen Weg finden. Ja, so diese, da darf nicht von außen jemand kommen, der mir vorschreibt, mach es so und dann wird alles gut. Das ist genau der Grund, warum dann nach 20 Jahren, wo man es dann so gemacht hat, dass alles gut wird, wo man dann da steht und sagt, es ist doch nicht alles gut geworden. Weil man nicht die Verantwortung selber in der Hand hatte und sich nicht die wirklich wichtigen Fragen gestellt hat. Es gibt Menschen, die sind erleuchtet worden, ohne formelle Praxis. Ohne das Kissen gehütet zu haben. Allein so, durch Hinwendung zu anderen, durch Achtsamkeit bei jedem Wort, bei jedem Gedanken, bei jeder Handlung. Es geht darum, die Dinge zu durchschauen und nicht, wie wir dahin gekommen sind. Meditation ist ein Mittel zum Zweck, aber kein Selbstzweck. Also deswegen, solange die Situation jetzt noch nicht reif ist, dass viel anderes machen kannst, nutz das, was jetzt in deinem Leben ist, als deinen Weg. Der Weg ist nicht woanders, der Weg ist gerade da. Ja. Ich hätte gerne gefragt, wie kann man ein sicheres Kriterium finden, wenn man Innenschau betreibt, ob das jetzt eine neurotische Quasselstrippe ist, die einem das erzählt, oder ob das das innere Weisheitsauge ist. Das ist nicht so einfach, gell? Weil da gibt es diese Stimme zum Beispiel, die mir sagt innerlich, du machst alles verkehrt. Gibt es so eine Stimme?
Das ist ja auch ein Gedanke, der mir durch den Kopf geht. Ist jetzt das Weisheitsauge oder ist das jetzt der neurotische Beobachter? Vielleicht kann man es so machen, sich dann die Frage zu stellen, und wer sagt das? Dass du dir die Frage selber stellst, ist das jetzt die tiefste Wahrheit? Ist das, wer sagt jetzt das? Welche Instanz in mir sagt jetzt das, beurteilt die Situation so? Ist das jetzt, dass man selber schaut, ist es tatsächlich so? Mache ich alles falsch? Oder dann nochmal hingucken und nochmal hingucken. Nicht faul sein, nicht dem Ersten, was auftaucht, gleich Glauben schenken, sondern nochmal nachschauen. Und das ist eigentlich oft so. Also das neurotische Ich-Gefühl sagt uns auch, es ist alles im Butter. Ich habe heute Abend einen tollen Vortrag gehabt, es ist alles im Butter, waren alle glücklich. Ja, aber dann kann man doch vielleicht nochmal hinschauen und sagen, ja, und wie hast du das innerlich gemacht? Und warst du wirklich mit deinem Herzen bei den anderen? Warst du wirklich da für alle? Oder warst du mehr mit dir selbst beschäftigt? Nochmal nachschauen. Ja? Auch wenn die Dinge gut laufen, aber auch wenn sie schlecht laufen. Also scheinbar schwierig, schlecht laufen, also schwierig sind. Immer ruhig nochmal nachschauen und dann dem vertrauen, was wir als unseren inneren Zeugen dann entdecken. Wenn wir zum Beispiel im Beruf erfahren Mobbing, im Beruf werden ausgegrenzt von anderen, haben das Gefühl, es geht alles den Bach runter, ich muss meine Stelle wechseln und man hätte allen Grund, sich Gedanken zu machen, es geht alles schief, ich muss offenbar alles falsch gemacht haben. Aber dann ist die essentielle Frage ist, wie habe ich gehandelt und was war meine Motivation bei dem, was ich gesagt habe, was ich getan habe, wo merke ich, dass ich nicht achtsam war, wo habe ich tatsächlich das, ich werde es wieder so tun, ich stehe dahinter, wie ich gehandelt habe, ja, so dass man zu einer inneren Klärung kommt und sich nicht abhängig macht davon, was die ersten Impulse sind, die einem durch den Kopf gehen, sondern wirklich genau hinschauen. Das braucht dann auch manchmal Zeit. Also wenn ich nicht so genau weiß, was bei mir jetzt gerade läuft, dann muss ich mir Zeit nehmen. Dann brauche ich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde ganz bewusst, um zu gucken und das Thema in mir zu bewegen. Und jetzt, wieso klemmt es jetzt mit dieser Person? Wie bin ich da umgegangen? Wo möchte ich nicht hinschauen? Und was habe ich vielleicht berührt bei der anderen Person, ohne es gemerkt zu haben? Also wirklich hinschauen, das zum Gegenstand der Beobachtung machen. Ne, das, was ich auskundschaften möchte. Und dann, wenn sich eine Wahrheit anfühlt, das war jetzt deine Frage, wenn es sich richtig anfühlt, dann entsteht immer so ein inneres Gefühl von ja, ne, das stimmt. Da entsteht ein Gefühl von Einheit. Wenn ich gut genug, tief genug geschaut habe, dann entsteht ein Gefühl, ja, jetzt bist du auf dem Boden angekommen, jetzt macht sie dir nichts mehr vor. Ne? So, dieses Gefühl entsteht tatsächlich. Es bleibt nicht so vage und x-beliebig. Es entsteht ein klares Gefühl, doch, ne, da bin ich ehrlich mit mir selbst und anderen. Das haben wir zum Glück in uns. Das können wir freilegen in uns, dieses Gefühl. Das Mikro ist jetzt gerade hier. Also wenn ich jetzt diese Art so an, als würde alles in einem selbst liegen und man alle Antworten auch in sich selbst finden müsste. Wenn man da aber jetzt an Grenzen stößt, was hat man dann für Möglichkeiten? Dann muss man ja die anderen verändern. Wenn man sich selbst nicht mehr verändern kann, dann wird man versuchen, die Welt zu verändern. Da wir aber nur mit unserem eigenen Geist arbeiten können, sind jetzt all die Ratschläge und all die Erfahrungen, die ich mit euch teile, sind Erfahrungen, die sich auf die Arbeit beziehen mit sich selbst. Weil den Geist der anderen kann ich nicht ändern. Ich kann immer nur in meinem eigenen Geist arbeiten. Obwohl die anderen, also wenn wir jetzt hier im Raum sitzen, so und so viele Menschen, jeder bringt seine Einstellung mit und die Gesamtsituation ist die Summe unserer Einstellungen hier, die wir jetzt im Raum sind, unserer Verhaltensweisen. Aber ändern kann ich nur was an dem, wie ich mich hier verhalte. Ja? Und dann kann ich natürlich, wenn ich da an Grenzen stoße, um Verständnis bei Ihnen bitten,
dass sie mir diese oder jene Erleichterung verschaffen in der Situation. Aber mehr ist auch nicht drin. Da müssen Sie gucken, ob Sie da bereit sind dafür. Deswegen die Grenzen der inneren Arbeit, wenn wir die weiter rausschieben können und in der Lage sind, mit ganz vielen verschiedenen Situationen gut umzugehen, ist es besser. Ja, dann sind wir nicht so abhängig davon, dass andere uns in Schutz nehmen und sich fair verhalten. Und ja, das ist manchmal der Fall, aber manchmal auch nicht. Je besser wir innerlich da gerüstet sind, ist von Vorteil. Also die inneren Grenzen ruhig mit dem Laufe der Jahre ein bisschen weiter rausschieben, sodass wir letzten Endes dann doch wissen, ja, ob ich glücklich bin oder nicht, hängt von mir ab. Es hängt nicht davon ab, was um mich herum passiert. Wenn ich die Verantwortung für mein Glück beim anderen lasse, bin ich in einer schwierigen Situation. Dann bin ich immer davon abhängig, wie es den anderen geht, ob es mir dann auch gut geht. Wo ist das Mikro jetzt hingewandert? Ja, da. Deine vorige Antwort, dieses, habe ich es richtig gemacht, habe ich alles richtig gemacht darauf, dieses Denken, dieses Kreisen und diese Gedanken, das machen wir doch eigentlich ständig. Und also ich bin nicht zufrieden mit deiner Antwort. Ja, ne? Du möchtest jetzt noch so tiefer gehen, ne? Meine Erfahrung ist, wenn ich meditiere, höre ich damit auf, so zu denken. Ich warte eher, ich schaue eher, ich stelle eine offene Frage möglicherweise und ich schaue, dass was auftaucht. Und wenn es auftaucht, dann erkenne ich es. Also ich erkenne es. Sehr gut. Das ist jetzt sehr schön beschrieben, ne? wie du das beschreibst. Dieser Prozess des normalen Fragens und mich um mich selber drehen, so ein Hirnens, habe ich richtig, habe ich falsch gemacht, ist eigentlich ein Prozess, der in mangelnder Bewusstheit stattfindet. Eigentlich sind wir nur halb mit dem Thema beschäftigt und wir geben uns nicht die Möglichkeit, zu einem richtigen Ergebnis zu kommen. Um in tiefere Schichten vorzudringen, muss ich aus dem Hirnen eigentlich aussteigen, die Frage zwar stellen, aber nicht zur Antwort springen, sondern dann erstmal einen offenen Raum lassen, sodass Antworten aus tieferen Schichten aufsteigen können. Also ich danke dir ganz herzlich für diese Klärung. Ja, das ist nicht das normale Hirn und mich um mich selber drehen, was ich vorhin gemeint habe, sondern ein Hingucken und dann ein Erspüren, ein Erahnen, ein Kommen lassen. Dankeschön. Ja, dir vor allen Dingen danke. Ja. Ja, ich habe nur eine Frage, und zwar, das kommt drauf an, auf den Lehrer. Manche Leute sagen, eigentlich gar nicht denken, manche sagen, man sollte viel denken, meditieren. Gibt es da überhaupt, was ist richtig, oder gibt es überhaupt eine Lösung dafür, oder? Also, ich würde sagen, denken, wenn es nötig ist, und es sein lassen, wenn es nichts bringt. Und um es noch anders zu sagen, würde ich sagen, ohne Denken keine Erleuchtung. Mit zu viel Denken nur Samsara. Und die Details können wir dann mal auf einem Meditationskurs besprechen. Ist das okay? Darf ich so kurz antworten oder soll ich dazu mehr ausführen? Nochmals Mikro bitte. Es ist einfach so, für mich ist es so zufällig. Ich kann mich halt nicht entscheiden. Also ich werde hier auch ab und zu, manchmal wenig, manchmal mehr. Aber ich weiß nicht, kann man überhaupt mit einem Lehrer den bevorzugen oder so, oder soll man da viele Lehrer haben? Für mich wäre es einfach so ein Tipp halt. Also, ich kann es nicht anders sagen.
Also über ein ganzes Leben verteilt, würde ich sagen, es ist ein Vorteil, viele Lehrer zu haben, vielen Ansätzen begegnet zu sein. Und für die entscheidende Phase unserer Praxis ist es wichtig, das mit einem guten, authentischen Lehrer durchzustehen. Ja, nach einer, das ist dann ein bisschen so ein Prozess. Zuerst schaut man sich ein bisschen um, kommt mit verschiedenen Ansätzen in Berührung, dann kristallisiert sich raus, da habe ich meinen Draht, da ist auch eine echte Kompetenz. Ich beginne den Weg mal damit, merke tatsächlich, der Lehrer ist in der Lage, mich zu unterstützen. Und dann lasse ich mich für eine Weile darauf ein, mal nur in dieser Beziehung zu arbeiten, ohne allzu viel rechts und links zu gucken. Und wenn entscheidende innere Prozesse gelaufen sind, dann kommt wieder eine Zeit, wo ich mehr mich anderen Lehrern zuwende, um jetzt zu lernen, wie bringt man denn den Dharma, wie bringt man das Erkannte, wie bringt man das anderen rüber, was für Möglichkeiten gibt es, da aktiv zu sein, um mitzuhelfen, um diese gemachten Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen. Ich möchte nochmal an die Dame von vorne anknüpfen, wo so gesagt wurde, muss ich denn alles aus mir selbst herausschöpfen und wenn ich da nicht weiterkomme, was mache ich denn dann? Ich finde, dann hast du auch sehr schön dargelegt, was jetzt so innerhalb deiner Möglichkeiten ist, wenn wir hier alle so zusammen sind. Ich wollte einfach ein paar Gedanken so auch so aus dem täglichen Zusammenleben nochmal hinzufügen. Und so die Abwege, wo ich, also ich krieg mehr die Abwege mit, als dass ich jetzt sage, okay, so kann ich es machen. Erstes Beispiel. Also man wohnt in der WG zusammen, der eine hätte jetzt gerne etwas ordentlicher, der andere nicht. So. Jetzt kann ich also sagen, okay, der Ordentlichere geht jetzt auf den Unordentlicheren los und sagt, versuch den zu beeinflussen, jetzt mach's doch mal ordentlicher, wir hatten das auch so abgesprochen. Nach dem, was du jetzt erstmal gesagt hast, könnte ich denken, okay, also das funktioniert nicht. Anderer Weg, okay, ich soll mich auf mich beziehen, das Glück kommt eh aus mir heraus, ja. Ich sehe jetzt gar nicht, dass du das unordentlich machst und so und ich versuche jetzt diese Einstellung zu ändern. Merke aber, dass ich ja mir eigentlich selber was vormache, weil ich sage, es ist nicht schön, wenn es halt eben unordentlich ist. Das ist so das eine. Und dann auch noch, oder so diese andere Situation, dass man sich nicht vom Glück, mein eigenes Glück, mich nicht von den anderen abhängig machen soll, sage ich auch erstmal ja. Aber wenn man dann sagt, das konkrete Zusammenleben miteinander, wie sieht das denn dann tatsächlich aus? Mhm. Also was machen wir dann tatsächlich miteinander? Ja, ich bin ja ein alter Wohngemeinschaftshase sozusagen. Ich lebe ja nun auch in einer Wohngemeinschaft. Die nennt sich zwar dann Mönchsgemeinschaft, aber es ist eine Wohngemeinschaft. Und so lebe ich halt schon seit über 30 Jahren in Wohngemeinschaft. Und ich denke, das Wichtige ist erstmal, dass mein inneres, also das Glück, das Lebensfreude nicht mehr davon abhängig ist, ob es ordentlich ist oder unordentlich. Ob ich alleine bin oder in Gemeinschaft. Ob gekocht wird oder nicht gekocht wird, ob die Dusche geputzt oder nicht geputzt ist, ja, was auch immer. Also, das ist schon mal die wichtige Grundlage, dass ich zwar spüre, ich habe Präferenzen, die habe ich, ganz klar, ich freue mich über eine geputzte Dusche, nicht über eine, wo ich noch die Haare rausnehmen muss, ja. Völlig klar. Aber davon, mich so beeinflussen zu lassen, dass dadurch meine Stimmung umschlägt und ich mies drauf komme, das bedeutet diesen äußeren Umständen viel zu viel Gewicht geben. Da muss ich was lernen, selber. Dann ist der nächste Schritt. Und zwar ist das der, tut es gut. So zu leben, tut es dem Menschen, von dem ich weiß, dass er jetzt zum Beispiel diese Unordnung hinterlassen hat, tut es ihm gut, so zu leben. Und dann, manchmal denke ich, weder noch, ist mir eigentlich egal, kann er so leben, aber bei manchen Situationen merkt man, ja, mein Freund, mein Bruder braucht Unterstützung, um in einem Bereich achtsamer zu werden, den er völlig ausklammert. Es ist schon wichtig, dass ich ihn oder mehrere unterstütze,
in einem Bereich mehr Achtsamkeit zu entwickeln. Ihretwillen, nicht mehr meinetwillen. Da hat sich was ganz grundlegend geändert und wird zur Folge haben, dass ich anders mit der Situation umgehe, als wenn es immer noch um mein Wohlgefühl geht. Ich kann sagen, und ich würde mich auch wohler fühlen, wenn es so wäre, aber mein Gefühl ist, dass es gut tun könnte für jeden von uns, wenn wir ein bisschen achtsamer mit den kleinen Dingen sind, wie wir die Sachen in der Küche lassen, wie wir unser Geschirr wegräumen und so weiter, dass es uns allen gut tut. Und da ist der kleine Unterschied. Darauf würde ich achten, dass ich erst die innere Arbeit mache, aber nicht locker lasse. Da ist was, was vielleicht geändert werden müsste. Die innere Arbeit zuerst mache und dann, wenn ich einigermaßen im emotionalen Gleichgewicht bin, dann schaue, was brauchen die anderen für Unterstützung, was braucht die Gesamtsituation für eine Unterstützung. Und dann versuche, das relativ geschickt und gelassen zu bewirken, ob ich das hinkriege. Ich hätte auch noch eine Frage zum Weisheitsauge. Also ich kenne meine zwei physischen Augen und weiß, wie ich die öffne, wenn ich einfach die Augen wieder aufmache oder morgens in die Welt schaue. Aber wie ich genau mein Weisheitsauge öffne, was ja nicht sichtbar ist und scheinbar dann doch teilweise verschlossen, wie ich das dann öffne, da habe ich noch keine so genaue Idee. Und ja, von daher vielleicht können Sie mir eine kleine Unterstellung geben. Gerne. Ich möchte es erst nochmal übersetzen, das Weisheitsauge. Introspektion. Ja, die Kunst nach innen schauen zu können. Introspektion. Wie komme ich zu einer Möglichkeit der inneren Schau? Es ist gar nicht so schwierig. Zu Anfang ist es, dass es mich überhaupt interessiert. Es braucht eine Frage. Normalerweise braucht es eine Frage, um zu einer inneren Schau zu kommen. Die Frage zum Beispiel, die uns täglich gestellt wird, wie geht's dir? Frage ich mich, wie geht's mir? Das ist der Beginn von Introspektion. So einfach. Das ist, wo das Weisheitsauge beginnt, aktiv zu werden. Wenn ich darauf mir und anderen eine ehrliche Antwort gebe, habe ich vielleicht zu tun, mache ich nicht jeden Tag, aber die ehrliche Antwort darauf ist der Beginn dessen, was wir das Weisheitsauge nennen. Und dann geht das, dann wird das ein bisschen feiner, wenn ich mich dann frage, und wie geht es mir in der und der Situation? Dann wird es schon präziser. Wie geht es mir bei der und der Handlung, in der und der Begegnung? Wie geht es mir bei den und den Gedanken? Dann wird dieses nach innen schauen immer präziser. Und dann hört es auch bald mal auf, dass ich immer Fragen zu stellen brauche. Ich brauche dann nicht mehr zu fragen. Ich brauche dann nur noch loszulassen in einer gespannten, entspannten Gelöstheit, einer entspannten Gelöstheit, wach zu sitzen und spüre. Dann ist es auch klar, was los ist und was gerade im Geist auftaucht. Und wenn ich diese gelöste Entspanntheit in allen Situationen aufrechterhalten kann, dann entgeht mir auch immer weniger. Dann spüre ich selbst beim Sprechen jetzt, bei einem öffentlichen Vortrag, spüre ich, was innerlich in mir los ist. Ich verliere mich nicht im Tun, sondern spüre gleichzeitig, weil ich entspannt bin, spüre ich, was in den eigenen Motivationen so los ist. Das ist so der Weg. Also eigentlich fängt es mit der Frage an, wie geht's dir? Ja, so der Weg. Wo ist das Mikro jetzt? Wir sind jetzt auch langsam zum Ende. Vielleicht noch eine Frage. Wir müssen am neuen raus und müssen abbauen. Ja. Boah, das sieht ja aus, als hätten wir eine Menge Jacken schon zusammenbekommen. Ne? Sieht gut aus. Sehr schön. Lassen Sie sich nicht davon abhalten, noch einen draufzulegen. Ich habe noch eine kurze Idee zu dem, was bis jetzt gesagt wurde.
Und zwar. Ich sehe den Sprecher. Ach ja. kommt mir da das eine, das ist das etwas tun. Und dann können wir nichts mehr tun und nur noch sein. Und das zu akzeptieren, ist, glaube ich, eines der schwersten. Weil wenn wir denken, wenn ich das doch jetzt alles tue, dann muss doch irgendwas dabei rauskommen. Und dieses sozusagen anzunehmen, zu akzeptieren, dass auf einem bestimmten Punkt das Sein eben das Seine dazugibt oder auch nicht, das finde ich das Schwerste. Und immer auch diese Unterscheidung zu treffen bei der Introspektion. Ich kann bis zum gewissen Grad was tun und dann kann ich aber nur noch sein. Und entweder es passiert dann was oder aber auch nicht. Das liegt nicht in meiner Hand. Wunderbar. Sehr schönes Schlusswort. Dann lassen Sie uns doch noch einen Moment in gelöstem Sein verweilen. Einfach so sein, sein lassen, was ist, ohne einzugreifen. Dann möchte ich hiermit allen erwachten Meistern danken und widme all das Heilsame, das Gute, was heute Abend entstanden ist, zusammen mit all dem Guten, was es in der Welt gibt, dem Wohl aller Wesen. Und danke Ihnen ganz herzlich.